BioWare. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Mass Effect. Mass Effect. Massige Effekte. Ja, mein Englisch ist wieder perfekt. So. Wie gesagt, herzlich willkommen. Für die Leute, die dieses Spiel noch nicht kennen. Es geht hier ein wenig rollenspiellastiger zu. Es werden mehr Gespräche sein. Also es wird sehr viel Story sein. Nicht so wie bei Legend of Zelda zum Beispiel, wo die Story so nebenher plätschert und man eigentlich mehr macht. Hier ist sehr viel Story. Das wird sich nachher in den anderen Teilen im Mass Effect 2 und 3 wird sich das so ein bisschen ändern. In 2 ist das dann schon mehr Geschieße und ein bisschen weniger Story und in 3 ist das so, ja, 50-50 kann man sagen. Aber für Leute, die so auf Weltraum und Aliens und so weiter stehen, also für die ist das auf jeden Fall was. Wie gesagt, im ersten Teil ist das noch ein bisschen viel Story, aber das soll uns nicht stören, weil es macht Spaß, dazu zu hören. Mass Effect 1 habe ich schon ein paar Mal durchgespielt, also das ist noch so relativ frisch im Kopf. Bei 2 und 3 bin ich dann auch mehr oder weniger raus. Da weiß ich so auch zwar so grob die Handlungsstränge, aber da weiß ich nicht mehr alles. Aber fangen wir einfach mal an, bevor wir uns hier zu Tode quatschen. Indem wir erstmal in die Option gehen. Weil ich muss ganz schnell eben bei der Grafik schauen, ob alles stimmt. Ja, alles klar. Weil beim letzten Mal, ich wollte bei der Probeaufnahme viel mehr. Das komischerweise immer geändert. So. Willkommen in der Datenbank des Allianz Militärs. Geheime Informationen angefordert. Dann wollen wir mal unseren Charakter. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Vielen Dank. Entweder nehmen wir den Standard Shepard. Schon unseren eigenen. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. Ich werde natürlich Drewyak heißen, ist so logisch. Drewyak Shepard. Klingt voll kacke. Vorbereiten der Sendung. Verbindung hergestellt. Senden. Dechiffrieren. Benutzernamen bestätigen. Benutzerdaten bestätigen. Achtung, fehlerhafte Dateien entdeckt. Oh oh. Autowiederherstellung gescheitert. Datenfehler. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Profil? Wiederherstellung erforderlich. Machen wir doch. Zeit vor dem Dienst bestätigen. So, jetzt haben wir drei Möglichkeiten. Was unsere Vorgeschichte betrifft. Raumfahrer. Ihre beiden Eltern waren beim Allianzmilitär. Sie verbrachten ihre Kindheit an Bord von Schiffen und Stationen und verblieben dabei nie lange an einem Ort, da ihre Eltern häufig versetzt wurden. Im Alter von 18 Jahren traten sie in die Fußstapfen ihrer Eltern und verpflichteten sich fürs Militär. Kolonist. Sie sind auf Mindior geboren und aufgewachsen, eine kleine Kolonie am Rande der Attika-Traverse. Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen Sklavenhändler Mindior und töteten ihre Familie und Freunde. Sie wurden von einer Allianzpatrouille gerettet. Ein paar Jahre später verpflichteten sie sich selbst zum Allianzmilitär.
von der Erde. Als Weise sind sie auf den Straßen einer riesigen Erdmetropole groß geworden. Sie konnten dem Leben im Umfeld der Kleinkriminellen und der Straßengangs entfliehen, indem sie sich mit 18 Jahren zum Militärdienst gemeldet haben. Ich glaube, die letzten Mal habe ich immer eins von den beiden genommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Was nehmen wir denn mal? Das heißt, wir müssten dann Sklaven, Militär, Kleinkriminelle, Straßengangs. Nehmen wir von der Erde. Psychologisches Profil bestätigen. Die Sache ist, wir können nachher die Safe-Games mit in die anderen beiden Teile mitnehmen. Das heißt, alle Entscheidungen, die wir jetzt treffen, werden sich bis zum Ende auf das Spiel auswirken. Mal mehr, mal weniger groß. Was haben wir denn hier? Psychologisches Profil. Einziger Überlebender. Während ihrer Dienstzeit wurden sie auf eine Mission geschickt, die auf schrecklicher Weise scheiterte. Sie befanden sich in einer extrem lebensbedrohlichen Situation, erlitten körperlich wie seelischen Qualen, an denen die meisten Menschen zerbrochen werden. Aber sie überlebten. Ertrugen alles, woran andere zerbrachen. Und jetzt sind nur noch sie übrig, um davon zu erzählen. Kriegsheld. Zu Beginn ihrer Karriere sahen sie sich eines Tages einer überwältigenden feindlichen Streitkraft gegenüber. Sie setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihre Kameraden zu retten und den Feind trotz aller Widrigkeiten zu besiegen. Ihre Tapferkeit, ihr Heldenmut brachten ihnen zahlreiche Medaillen und Anerkennung seitens der Allianzflotte ein. Und skrupellos. Während ihrer gesamten militärischen Karriere haben sie sich immer an eine grundlegende Regel gehalten. Der Auftrag muss erledigt werden. Man bezeichnet sie gemeinhin als kalt, berechnend und brutal. Sie sind bekannt für ihre rücksichtslose Effizienz, weshalb andere Soldaten sich vor ihnen in Acht nehmen. Aber wenn Versagen keine Option ist, kommt das Militär immer zuerst zu ihnen. Tja, sind wir skrupellos? So richtig schön böse? Nee, ich bin Weichspüler. Weichspüler. Mal nehmen wir einziger Überlebender. Ja, ich denke, das ist das Richtige. Militärische Spezialisierung bestätigen. Ja, hier haben wir jetzt die verschiedenen Klassen. Jede Klasse hat allerdings das Sturmgewehr, womit ich vermutlich, ich weiß es nicht, aber vermutlich am meisten spielen werde. Weil, ja, weiß ich nicht, ist halt die Around-Waffe, die eigentlich alles kalt macht. Aber was nehmen wir denn mal nebenher? Schauen wir uns erstmal die Klassen an. Der Soldat. Soldaten sind die perfekte perfekten Kampfspezialisten für die Frontlinien eines Feuergefechts. Soldaten erhalten verbesserte Gesundheit, können im Umgang mit allen Waffentypen ausgebildet werden, haben von Beginn an die Fähigkeit, mittelschwere Panzerung tragen zu können und können sich darauf spezialisieren, schwere Panzerung zu ertragen. Also mehr so Light Tank bis Tank. Techniker. Techniker sind Technikspezialisten. Ach. Mit Hilfe dieses holographischen Universalwerkzeugs können sie sich Sicherheitssysteme dechiffrieren, technische Ausrüstungsgegenstände reparieren und modifizieren, gegnerische Waffen und Schilde. Gegnerische Waffen und Schilde stören und das Squad heilen. Techniker können ausschließlich leichte Panzerung tragen und nur an Pistolen ausgebildet werden. Okay. Experte. Experte sind Biotech-Spezialisten. Mit Hilfe aufgewerteter Implantate können sie biotechnische,
Bio-Kräfte einsetzen. Um Objekte zu beheben oder zu verwerfen, das Squad mit einem Schild zu schützen und Gegner auszuschalten oder zu vernichten. Experten können ausschließlich leichte Panzerung tragen und nur an der Pistole ausgebildet werden. Infiltrator. Die Infiltratoren kombinieren Kampf- und Technikfähigkeiten miteinander, sind spezialisiert darauf, Gegner im Fernkampf zu töten und auszuschalten. Infiltratoren werden im Umgang mit Universalwerkzeugen ausgebildet und konzentrieren sich mehr auf Dechiffrierungs- und Offensivfähigkeiten und weniger auf Heilung. Sie können Pistolen und Präzisionsgewehre und mittlere Panzerung einsetzen. Der Wächter. Beziehungsweise die Wächter. Die Wächter kombinieren Biotik- und Technikfähigkeiten miteinander. Üblicherweise verwenden sie biotische Fähigkeiten und fortgeschrittene Heiltechnik-Talente, um Verbündete zu verteidigen, obwohl sie auch Gegner mit biotischen und technischen Angriffen stören können. Sie sind effizient im Einsatz von Technik und Biotik als alle anderen Klassen, was allerdings zu Lasten ihrer Kampffähigkeit geht. Wächter können nur leichte Panzerung tragen und kein erweitertes Waffentraining erhalten. Der Frontkämpfer sind biotische Krieger. Sie kombinieren ihre biotischen Fähigkeiten mit ihrem Waffentraining, um Gegner auszuschalten und sie besonders tödlich auf kurze Distanz zu erschießen. Was? Ja. Sie nutzen Pistolen und Schrotflinten und können sich auf die Verwendung mittelschwerer Panzerung spezialisieren. Das ist jetzt, also mehr mit Schrotflinte und Kräften. Oder den reinen Soldaten. Techniko. Kann nur an Pistolen ausgebildet werden. Technische Ausrüstungsgegenstände reparieren. Bin ja mal gewählt, den Infiltrator zu nehmen, weil das habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, das tue ich auch. Ja. Gesichtsidentifikation bestätigen. Dann nehmen wir mal den Infiltrator. Gesichtsidentifikation. Okay. Vorschläge. Nee, danke. Ich glaube, das machen wir selber. Hautfarbe, Hauttyp. Ach du meine Güte. Nein, ich will jung sein und keine Falten haben. Wir waren einzig Überlebender, ne? Dann sollte der eigentlich auch irgendwo eine Narbe haben. Weil, wenn man irgendwo eins überlebt, geht das nicht ohne Narbe. Gesicht. Mal das Gesicht. Den Kopf. Nackenumfang. So, Gesichtsgröße. Wangenbreite, nee, weniger. Wangenknochen, so. Hagere Wangen. Oh, guck mal, er spielt mit seiner Zunge. Ohren. Klein, groß, klein, groß, klein, groß. Ich bin Jumbo. Hallo, hallo. Ja, okay. Bisschen Ernsthaftigkeit hier. Ohren, Ausrüstung. Flotter, flotter, flotter. Okay. Ich höre schon auf. So, die Augen. Nee, nicht so Triefschlafaugen. Machen wir das mal so.
Augenabstand, Augentiefe. Augenbrauen. Augenbrauenhöhe, so. Irisfarbe. Natürlich grün. Giftgrün. Ihr wisst doch genau, was ich hier baue. So wie immer, natürlich. Tiefe. Ja, kann man den nicht drehen? Doch, komm. So, Mund kann eigentlich so bleiben. Ladies, würdet ihr diesen Mund küssen? Vermutlich nicht. Nase. Ja, ist auch okay. Haar. Da war mal Haar da. Mensch, guck mich doch mal an. Buschig soll es sein. Und dann nennen wir ihn Busch. Machen wir das mal so. Was haben wir denn noch für Haare? Ach du meine Güte. Oh Gott. Oh Gott. Ist das hier schon das Beste? Na, komm schon. Hallo. Guckt ihr mich mal an? Danke. Farbe Gesichtshaare. Nee, das ist schon gut. Das ist ja ein Drehwerk, ne? Also. Ich hätte schon gerne den Bart, nur ein bisschen voller. Das ist ein bisschen unbefriedigend. Aber naja, gut. Wenn es hier anders geht, dann geht es hier anders. Oder haben wir hier noch was anderes? So können wir es auch noch machen, aber das ist so. Ja, das könnte man auch noch nehmen, aber ist ja auch nur so hingespuckt. Naja, gut. Dann. Profilwiederherstellung beendet. Haben wir das. Annehmen. Gut. Okay, bestätigen. Identifikation bestätigt. Kampfgeschwindigkeit normal. Das lassen wir alles so. Untertitel können wir anmachen. Dann könnt ihr das mitlesen. Okay. Was haben wir denn hier? Leicht Veteran, Hardcore und Öl. Automatischer Stufenanstieg, normal, aktiv. Ja. Gut, dann geht's jetzt los. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem neuen Projekt Mass Effect. Was wissen wir über Shepard? Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Arkuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen.
Ich stimme dafür. 2048 entdeckten Forscher auf dem Mars Überreste einer alten Raumfahrerzivilisation. In darauffolgenden Jahrzehnten konnten mit Hilfe dieser Artefakte neue Technologien entwickelt werden, die Reisen selbst zu den entferntesten Sternen ermöglichen. Basis dieser unglaublichen Technologie war eine Kraft, die in der Lage war, Raum und Zeit zu überbrücken. Mass Effect. Eigentlich stand da noch mehr, aber ihr könnt bestimmt schneller lesen. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht. Annäherung eingeleitet. Kontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interner Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. So, hier haben wir unsere erste Entscheidung. Viele werden es kennen. Und mal sehen, was machen wir. Sie gehen vom Schlimmsten aus. Berufsrisiko. Wir gehen nirgendwo hin, es sei denn, es gäbe einen guten Grund dafür. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Ich bin unterwegs. Habe verstanden. Schon mal bemerkt, dass der Captain immer genervt wirkt? Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Durch, oh, wird der Codex Ihre galaktische Enzyklopädie angezeigt. Gucken wir doch mal rein. Ja, hier sind jetzt halt die Tutorials drinne. Kampf, bla bla bla, das werde ich alles nicht vorlesen. Persönliche Geschichte. Kennt ihr ja schon, habt ihr ja mitgemacht. Beziehungsweise habt ihr ja gerade gesehen, was ich da eingestellt habe.